Rente mit 70, Schnapsidee oder letzter Ausweg? Herzlich willkommen zur zweiten Runde hier heute Abend in Kiel aus dem Hotel Kieler Yachtclub. Wenn wir uns über die Fakten gerade nicht ganz so einig sind, lassen Sie uns vielleicht noch mal die Lage analysieren, damit wir noch mal zurückkommen. Wir haben mehr Rentner, die älter werden und daher längere Zeit Rente kriegen aus einem Topf, der kleiner wird, weil es weniger Menschen gibt, die Arbeitnehmer sind. Das Resultat heißt, wir kürzen entweder die Renten in den nächsten 20 Jahren oder alternativ müssten wir die Zahlungen, sprich das, was wir an Abgaben zahlen, verdoppeln, mittelfristig und langfristig, oder möglicherweise müssten wir später in Rente gehen. Oder ist der Dreisatz an dieser Stelle auch falsch? Auch falsch. Wo ist das Problem? Wir haben natürlich eine längere Rentenbezugszeit. Aber der entscheidende Punkt ist, woher kommt das Geld für die Rente? Wir haben gegenwärtig das Problem, dass die normale gesetzliche Rente sich finanziert aus den Menschen, die in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sind. Und zwar auch nur bis zu einem bestimmten Einkommen. Und einen hohen Bundeszuschuss in der Zwischenzeit. Ja, aber das sind ja Leistungen, die sozusagen versicherungsfremde Leistungen sind, Witwenrente und so weiter. So, also ich bleibe jetzt mal bei diesem Argument, dass ich sage, wir haben ein Rentenkassenproblem, weil nämlich nicht alle einzahlen. Wenn wir jetzt die Einkommen derer nehmen, die in die Rentenkasse einzahlen, dann merken wir, dass sie die letzten 14 Jahre zum Beispiel abgekoppelt wurden von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Wir haben nämlich sinkende Löhne gehabt. Sinkende Löhne. Ich habe von dem steigenden Kuchen gesprochen, das stimmt. Aber wenn die Rente finanzieren, nicht mit dem Kuchen mitwachsen, wenn die Einkommen nicht mitwachsen, dann hat die Rentenkasse ein Problem. Und dann haben wir auch ein Problem, dass sozusagen zu wenig Geld für die Rentner ist. Würden alle in eine Rentenkasse einzahlen, auch die Professoren, würden alle einzahlen, Sie auch wollen, die Beamten. Dann Sie wollen, sagen genug, Sie es doch gleich. Hätten wir genug Herr Geld Ernst. In der Kasse und dann könnten Herr wir, Ernst. Lassen wir doch das zu Ende führen, Sie haben doch lange genug gerade geredet. Ich bin der Einzige, der eine andere Position. Also wenn Sie die Rente umstellen auf eine Rente, wo alle, jeder Bürger einzahlt, ohne Beitragsbemessungsgrenzen, dann haben Sie ein Volumen, das natürlich ausreichen wird, die Rente für alle auch entsprechend zu finanzieren. Ja, die Beiträge müssten nicht 22% sein, was die Bundesregierung schätzt, wie im Jahre 2030, sondern sie müssten 30% sein. Müssen sie jetzt mit privater Versicherung aber auch. Der Unterschied ist nur, dass die private Versicherung der Arbeitnehmer alleine zahlt. Bei der gesetzlichen Rente zahlt der Arbeitgeber die Hälfte und das will er nicht. Das also ist eigentlich Sie wollen ein strukturelles, langfristiges Problem dadurch lösen, dass Sie zwei Gruppen, um die geht es ja. Um die Beamten und es geht um die Selbstständigen. Nee, geht um die hohen Einkommen. Es geht um diese Gruppen, die Sie zusätzlich in das System reinnehmen wollen, damit Sie sozusagen eine kurzfristige Entlastung bekommen. Aber die Beamten und die Selbstständigen werden ja auch älter. Die sind ja Teil der gleichen demografischen Entwicklung. Sie lösen damit kein Problem. Die dritte Gruppe haben Sie vergessen. Nämlich die über der Beitragsbemessungsgrenze verdient. Wenn wir merken, dass die Gruppe, die Renten finanziert, in der unteren Gruppe sind und deren Einkommen nicht entsprechend wachsen, sondern die Einkommen nur der oberen wachsen, das war ja in der Vergangenheit so, dann muss ich die Gruppe in die Rentenkasse mit einzahlen lassen. Wissen Sie, die Millionäre brauchen keine gesetzliche Rente, aber die gesetzliche Rente braucht auch die Millionäre. Es gibt zu wenig Millionäre, als dass das wirklich das System retten könnte. Wenn wir uns mal angucken, schon 1949 lag das Alter für Renteneintritt bei Adenauer bei 65 Jahren. Das galt für alle, nur nicht für Adenauer selber. Der wurde ja, wie wir wissen, Bundeskanzler mit 73 und blieb das ja auch 40 Jahre. Was an sich ist denn schlimm an dem Gedanken, dass man die Renteneintrittsalter, so wie wir das jetzt zurzeit diskutieren, aus demografischen Gründen allein und ohne, dass man das System jetzt, wie das Klaus Ernst versucht, an einer Stelle auf neue Füße zu stellen, indem man sagt erstmal, wir gehen Schritt für Schritt, und das ist ja auch geltendes Gesetz von Franz Müntefering bis zum Jahr 2030, wir gehen Schritt für Schritt für Schritt später ins Rentenalter und dann in 2030 mit 67. An sich, wenn wir länger gesund bleiben, wenn wir mehr leistungsfähig sind, ist das doch im Prinzip kein Problem. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich halte das für den richtigen Weg. Wir brauchen natürlich flexible Lösungen, da nicht alle Menschen gleiche Bedingungen haben. Es gibt eben auch bestimmte Berufe, die physisch außerordentlich belastend sind. Und dort wird man das nicht machen können. Aber da braucht man pragmatische Lösungen. Das Gros der Erwerbstätigen ist es so, dass sie im siebten Lebensjahrzehnt ohne weiteres noch arbeiten können. Und dass auch die Arbeitgeber, das halte ich für ganz wichtig, ein großes Interesse haben werden, diese Menschen
einzustellen oder noch länger zu behalten. Das haben wir übrigens schon gesehen, als die großzügigen Frühverrentungsregeln jetzt ausliefen, ist ja die Erwerbsbeteiligung zumindest bis 65 Jahre schon deutlich gestiegen. Also auch Bauarbeiter, die eigentlich mit 65 in Rente gehen dürften, gehen heute schon mit 58 in Rente. Es ist eine Frage immer der Frage, bessere Erwerbsminderungsrenten einzuführen und zu gucken, dass man da auch einen entsprechenden Ausgleich hat, um das jetzt mal als Baustelle außen vor zu lassen. Sie haben ja recht gehabt, wir müssen gucken, dass die Dinge sanfter sind und dass sie nicht mit der Keule kommen, weil dann erschrickt man nicht nur die Leute, sondern dann sagt man auch dabei, jetzt hast du gefälligst etwas Neues mitzumachen, dann machen die nicht mit. Ich habe einen Bericht gemacht im Europäischen Parlament zum Thema Generationengerechtigkeit. Das war schon im Jahr 2010, ist also schon ein bisschen her. Und da haben wir zum Beispiel drin, wir wollen einen europäischen Pakt 50 plus haben, weil Menschen schon über 50 werden in vielen Betrieben ausgegrenzt, werden nicht gewollt. Da wird gesagt, wir brauchen euch nicht, wir wollen mal gucken, worum es geht. Wir haben in Deutschland lange Zeit einen Jugendkult gehabt, der wirklich gravierend war, sodass man sagen kann, die anderen sind nicht gewollt. Es gibt ähnliche auch Erkenntnisse aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also wurde gesagt, wir müssen schauen, dass wir intelligentere Lösungen haben und sehr viel mehr Individualität ermöglichen. Das können wir aber machen, indem die Sozialpartner sich daran beteiligen. Also wir haben die aufgefordert. Ein wesentliches Element in meinem Bericht war das Thema und habe immerhin erreichen können, 2 Jahre später haben wir ein europäisches Jahr aktives Altern gehabt. Die Europäische Kommission hat sich dem Vorschlag, hat gesagt, okay, der Vorschlag ist in Ordnung. 2 Jahre später hatten wir genau die Möglichkeit und haben da mal gesehen, was passiert in verschiedenen Mitgliedstaaten, wenn wir auf eine sanftere Art und Weise Leuten deutlich machen, ihr müsst länger dabei sein. Aber bitte, ihr müsst auch gewollt sein. Unternehmen müssen auch die einstellen wollen und nicht künstliche Hürden dort bekommen. Manche Leute sind mit 40 viel älter als die mit 80 von Leute, Ideen nur so spulen. Interessanterweise gehen im durchschnittlichen europäischen Umland 61, die Menschen mit 61, glaube ich, 61,5 Jahren in Rente. Nicht? Also wir haben zwar in vielen Ländern höhere Renteneintrittsalter, aber de facto ist der europäische Durchschnitt irgendwo bei 61. 61 irgendwas, aber wir bewegen uns in eine andere Richtung mit drüber. Die Finanzierbarkeit ist ja in unterschiedlichen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Wir haben ja international, deswegen wollte ich gerne rübergeben an Henning Wüppel, wir haben ja auch international nicht so eine Ausnahmesituation in Deutschland oder im europäischen Umfeld. Wir haben ja auch in Australien beispielsweise Rente mit 70 vor kurzem eingeführt, weil entsprechend stark umgestellt ganz, ganz wenige Beitragszahler nur noch auf ganz, ganz viele Rentenempfänger kommen. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir mit dem, was wir gerade diskutieren, tatsächlich der richtigen Spur auf dem Weg? Oder? Also ich will das vielleicht noch mal sozusagen einordnen. Wir haben zwei wichtige Verhältnisse. Das eine ist die Zahl der Erwerbstätigen zu der Zahl der Rentner. Das ist das eine wichtige Verhältnis. Das zweite wichtige Verhältnis ist das durchschnittliche Erwerbseinkommen zu der Höhe der Renten. Das sind die beiden Verhältnisse, die wir steuern können mit zwei Größen, dem Renteneintrittsalter und der Beitragshöhe. Das ist eine Umverteilungsfrage, die Politik immer entscheiden muss. Und zwar zu jedem Zeitpunkt. Das hat mit dem demografischen Wandel gar nichts zu tun. Genau. Nur der demografische Wandel führt dazu, dass die Umverteilungslast der Gesellschaft viel größer wird zukünftig, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Wir können, und da gebe ich Ihnen beiden völlig recht, wir können natürlich viele Stellschrauben drehen, mit denen wir diese Umverteilungslast eben auch ein bisschen abfedern. Also wir können Produktivität erzeugen, wir können die Flexibilität am Arbeitsmarkt erhöhen, wir können etwa die Frage, wie lange Menschen arbeiten, können wir viel flexibler gestalten, als wir das bislang tun. Oder wir müssten mehr Kinder kriegen und müssten damit in der Rentenpolitik Familienpolitik machen. Auch das, Rentenpolitik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das hat mit Bildung zu tun, mit lebenslangen Bildung, das hat mit Familienpolitik zu tun, mit Arbeitsmarktpolitik im Kern, aber mit ganz vielen Lebensbereichen. Und das, die Generationengerechtigkeitsfrage ist natürlich eine ganz große. Also die Rentenversicherung hat etwas zu tun mit vielen Generationen über Jahrzehnte. Und da kann die Politik diese Stellschrauben lange vorher, bevor wir nachher die Arithmetik zu spüren bekommen, Dinge tun. Und vor allen Dingen hat es was damit zu tun, wir müssen gleich rüber zu den Nachrichten, vor allen Dingen hat es was damit zu tun, ob wir an dieser Stelle uns im Klaren darüber sind, dass Menschen, die Rente bezahlen, einen Anspruch erwerben, anhand dessen, was sie einzahlen. Also das ist ja auch die Frage, darf man auf Kosten der Rentenpolitik Familienpolitik betreiben. Wir melden uns gleich wieder, geben zurück zu den Nachrichten und sind in 5 Minuten gleich wieder da und freue mich, wenn Sie dabei bleiben.